Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Ist er der Richtige? So heißt dieses Legesystem. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung, ist er der richtige, 25 Euro. Bianicia ist die mediale Name. Liebe Bianicia, ich grüße dich. Das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für deine Treue. Ich möchte mich bedanken, dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Du hast einen Partner, aber er zieht sich immer wieder zurück. Und du möchtest wissen, wie geht das bei dir weiter? Ist er der Richtige oder kommt eine andere? Erstmal deine persönliche mediale Botschaft. Öffne jeden Tag eine Tür zu deinen Träumen und spüre die Leichtigkeit, weil das bringt dir Glück in deinem Leben. Und jetzt Astrologie. Du hast den indischen Astrologie gewählt. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Planeten sich befinden, es ist anderes als im westlichen Horoskop. Du bist im Neumond geboren. Er ist auch kurz nach Neumond geboren. Neumond bedeutet, Sonne und Mond treffen sie sich. Treffen sie sich im selben Tierkreiszeichen, sogar im selben Gradzahl. In einem Neumond ist Mond für uns unsichtbar. Warum? Weil Mond hat kein eigenes Licht. Mond empfängt die Licht von der Sonne. Und wenn die beiden sich treffen, dann kann die Sonne den Mond nicht beleuchten. Und für uns ist es unsichtbar. Ein Neumond bedeutet Rückzug und die Suche, das Licht, und das gibt uns die Klarheit. Und diese Suche, wo wir das finden, das ist in unserem Inneren. Nun, für euch beide ist eine wichtige Mondenergie dieser Rückzug. Das braucht er, das brauchst du aber auch. Weil dann könnt ihr verinnerlichen, was ihr eigentlich wünscht im Leben. Und eine meditative Haltung bringt euch beide die Klarheit. Dann könnt ihr vieles anderes betrachten, mit anderen Augen anschauen. Jeden Monat, wenn das Neumond ist, seid ihr beide mit eurer Energie. Bei dir befindet sich Sonne und Mond in Tierkreiszeichen Skorpion. Wenn ich die Elemente betrachte bei dir, es gibt vier Grundelemente. Einmal die Feuerelement, und das bedeutet Begeisterung, Kraft, Mut, aktiv zu sein, etwas in Bewegung setzen, Feuer und Flamme zu sein von etwas. In deinem Horoskop befindet sich kein Planet, auch Sonne und Mond, im Feuerelement. Das heißt, es fehlt bei dir die Feuerelement. Also nicht erschrecken, bist nicht die Einzige. Es ist möglich bei jedem Mensch, dass ein Element fehlt. Natürlich brauchen wir die Gleichgewicht, die Ausgleich. Unbewusst holt man diese Element von anderen Menschen oder hat man diese Erwartungen.
aber du kannst das bewusst dich einsetzen in diese Richtung. Wenn dich etwas begeistert, dann sei mutig und beginne etwas Neues. Das wäre mehr die Wiederenergie. Das gehört zum Feuerelement. Dann die Löwe-Energie. Die Löwe zeigt unserem Herz. Löwe ist zugeordnet zu unserem Herz. Und die Herz zeigt auch unseren Herzensangelegenheiten und auch die Begeisterung. Das Herz ist eine Schatztruhe und es ist alles in unserem Herzen geschrieben, was uns Lebensfreude schenkt, all das, was wir lieben. Es ist nicht nur die Liebe, Partnerschaft, sondern auch die Berufung oder ein Hobby oder die Kreativität oder Reisen oder Sport, Bewegung, wie auch immer. Jeder Mensch liebt etwas anderes. Und wenn du dein Herz öffnest, dann bist du im Löwe-Energie. Dann die dritte Feuerzeichen ist die Tierkreiszeichen Schütze. Und die Tierkreiszeichen Schütze ist beweglich, eine bewegliche Tierkreiszeichen. Das setzt auch schon mal in Bewegung, sogar in verschiedenen Richtungen. Das kann für die Schützengeborenen auch ein Nachteil sein, weil die verlieren leicht die Orientierung. Aber die Schütze zeigt etwas für uns alle, etwas Wichtiges. Die Tierkreiszeichen Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie, die Milchstraße, und da ist unserem Herzenswünschen geschrieben. Wenn du diese drei Tierkreiszeichen praktizierst im Leben, die Begeisterung der Widder, dein Herzensangelegenheiten Löwe, was dein Selbst entspricht, und die Bewegung, die Richtung bestimmen, die Schütze, aber alle drei zeigt Bewegung, Feuerelement ist beweglich, dann hast du die Ausgleich in dein Leben, nicht nur in die Liebe, Partnerschaft, sondern auch in allen Lebensbereichen. Erde-Element zeigt die Bodenständigkeit, die Realität, auch die Finanzen, die materiellen Dinge, aber auch Naturverbundenheit. Erde-Element vermittelt uns das Gefühl, die Sicherheit, Stabilität, wo wir verspüren, wir haben einen festen Boden unter unseren Füßen. Hier befindet sich bei dir Mars und Jupiter. Mars ist deine Kraft, zeigt aber auch, ist ein männliche Energie, auch der Mann, vielleicht sogar auch dieser Wunsch, dass der Mann gibt dir diese Stärke, diese Stabilität und Sicherheit, weil die Bedürfnis ist da. Denn Jupiter ist auch im Erde-Element und bringt dir Glück. Aber Jupiter ist rückläufig und diese Rückläufigkeit zeigt karmische Themen. Und bei jedem karmischen Themen haben wir Lernaufgabe. Und Jupiter zeigt die inneren Größe. Also sei mit deinen inneren Größe, mit deinen Größen, mit deinen Werten bewusst. Wenn du dieses Bewusstsein hast, dann gibt dir die Struktur, die Sicherheit, Stabilität. Jupiter zeigt auch Gerechtigkeit, öffnet unseren Augen auf die Ungerechtigkeiten. Und da hast du erlebt etwas in früheren Leben, wo ich sage, das verlief ungerecht und wurdest du klein gehalten und hast dieses Gefühl Sicherheit, Stabilität, Schutz, beschützt zu werden, verloren. Und du bist jetzt gerade auf die Suche, unbewusst, dass jemand dir das schenkt. Aber fehlt die Mut, und das ist die Feuerelement, was fehlt, das zuzulassen und dass du diese Herzensangelegenheit öffnest dafür. Luftelement gibt die Leichtigkeit. Wir haben aber die Leichtigkeit dann,
wenn wir etwas spielerisch betrachten oder mit Humor betrachten, oder wir haben die Leichtigkeit dann, wenn wir vieles loslassen, was uns bedrückt. Wenn das nicht der Fall ist, verlieren wir den Luft zum Atmen. Und hier steht in deinem Horoskop Saturn. Saturn in Tierkreiszeichen Waage, und Waage ist zugeordnet zum Partnerschaft. Und die Lernaufgabe ist, die Partnerschaft, diese Herzensangelegenheiten zulassen, dafür öffnen und das alles mit Luftelement, also spielerisch und mit Humor nehmen. Und so kommst du mehr zu dieser Leichtigkeit. Wasserelement steht für Gefühlen, und da ist dein Sonne, dein Mond, dein Merkur, dein Venus, deine weibliche Energie. Und dein Wesen, dein ganzes Wesen ist Wasser. Du bist sehr intuitiv und kreativ und hast deine Träume und bedeutet auch sehr gefühlsvoll und hilfsbereit. Was dir hilft, zum Leichtigkeit kommen, das ist dein Aszendent. In indischer Astrologie heißt das Lagna. Denn Lagna ist in Tierkreiszeichen Waage, und diese Aszendent heißt deine Persönlichkeit, dein Auftreten, deine Ausstrahlung. Und hier im Waage heißt, du bist eine schöne, gepflegte Frau, weil du achtest drauf. Waage liebt das Schöne. Und natürlich ist weiblich, du hast eine weibliche Ausstrahlung, und das ist deine Stärke. Weil das kann man nicht übersehen. Das ist die Anziehungskraft. Und wenn du das auch verinnerlichen kannst, dann achtest auf dein Energiefeld und dann kommst mit dir selbst, mit deiner Persönlichkeit in Einklang. Und dieses Energiefeld hat eine sehr, sehr wichtige Funktion. Wir Menschen haben ein Energiefeld um uns herum. Dieses Energiefeld ist unsichtbar, aber das kann man messen. Mit Geräten kann man das messen und die Farbe auch bestimmen. Das hat eine gewisse Frequenz, das ist Licht, und das kann man mit Farben ordnen. Und dieses Energiefeld ändert sich ständig, so wie unsere Gedanken, Gefühle sich ändern. Dieses Energiefeld kommt von unserem Inneren und es besteht aus Denken und Fühlen. Jetzt stell dir vor, jemand, wo immer mit Problemen beschäftigt und Angst hat, der fühlt sich ganz, ganz klein, zuckt sich zusammen, bückt nach unten. Der hat gar kein Energiefeld. Die Frequenz ist tief, die Farbe ist grau. Dieser Mensch wird übersehen, fühlt sich wie eine graue Maus. Aber wenn das Energiefeld ändert, weil ändert sich die Gedanken, ändert sich die Gefühle, positiv denken, von uns selbst überzeugt zu sein oder von den Vorhaben überzeugt zu sein und angstfrei leben, ohne Schuldgefühl, sondern mit Begeisterung, mit Liebe, mit Hingabe, all diesen Gefühlen sorgen dafür, dass unserem Energiefeld dehnt sich aus. Wie ein Sonnenstrahl, das ist nichts anderes als das Sonnenlicht. Und das kommt von unserem Inneren, das leuchtet. Da haben wir leuchtenden Augen. Und die ganze Energiefeld hat ein größeren Spektrum, eine höhere Frequenz und vor allem anderen Farbe. Das ist Gold, wie die Sonne. Und dieses Energiefeld ist unsere Anziehungskraft. Und es gibt ein Gesetz, die Anziehung, Gleiche zieht Gleiche an. Probleme ziehen Probleme an. Problembetonte Menschen ziehen Kontakte an, die auch Probleme haben. Wie soll das sonst sein? Und erfolgreiche Menschen haben mehr Glück im Leben und haben Kontakte, die auch Erfolg haben, weil sie begegnen sich mit solchen Menschen. Und deswegen ist so wichtig,
dass auf diesem Energiefeld achten. Und jetzt stell dir vor, dein Aszendent ist Waage. Und über die Tierkreiszeichen Waage herrscht Venus. Und das ist Schönheit und Weiblichkeit. Du hast diese Ausstrahlung. Jeder, der dich kennt, sieht es. Aber du selbst, vielleicht siehst du das auch, aber bist damit noch gar nicht richtig bewusst. Du brauchst dieses Bewusstsein, was du ausstrahlst. Und wenn mit diesem Bewusstsein achtest auf deinen eigenen Aura oder Energiefeld, dann hast du diese Anziehungskraft. Dann hast du Chancen ohne Ende. Du musst natürlich das nicht all nützen, aber es ändert sich etwas in dein Leben. Und das nicht nur in die Liebe, Partnerschaft, sondern auch beruflich, finanziell, in allen Lebenslagen. Wenn ich sein Horoskop betrachte, er hat im Feuerelement Jupiter, bei ihm fehlt die Erde-Element und das ist die Bodenständigkeit, die Sicherheit, Stabilität, aber er hat dieses Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität, er sucht das auch, er sucht bei der Partnerschaft, bei ihm fehlt das. Er ist sehr luftbetont. Sonne ist im Wassermann, Mond ist im Wassermann, Merkur ist im Wassermann und Saturn ist im Waage. Also das ist alles Luftelement. Genau diese Leichtigkeit, was du brauchst, kann er dir das geben. Und du gibst ihm die Stabilität und Sicherheit. Und Wasserelement habt ihr beide, in seinem Horoskop sogar Mars und Venus im Wasserelement. Und das ist gefühlsvoll und es sucht in die Partnerschaft die Gefühle, die Liebe. Wenn ich das vergleiche, euren Horoskop, ihr seid in dieser Harmonie, aber ihr spiegelt etwas. Er ist im Neumond geboren, du bist im Neumond geboren, sein Neumond ist im Wassermann, dein Neumond ist im Skorpion. Die beiden Tierkreiszeichen, zwischen diesen beiden Tierkreiszeichen entsteht Spannung. Das kann man aber lösen, diese Spannung, wenn ihr die goldene Mitte findet. Das heißt, sein Wassermann-Neumond ist Luftelement. Dein Skorpion-Neumond, also Sonne-Mond im Skorpion, bei ihm Sonne-Mond im Wassermann, ist Wasserelement. Er braucht Luft zum Atmen, er braucht Freiraum. Und wenn du zu viel Wasser gibst, zu viel Gefühlen, bei ihm geht die Luft aus. Und das kannst du so vorstellen wie bei Schwimmen. Bei Schwimmen sind wir im Wasserelement, aber wir brauchen Luft zum Atmen. Wenn das zu viel Wasser ist und noch mehr Wasser und noch mehr Wasser und noch mehr Wasser, geht die Luft aus, können nicht mehr atmen. Und so fühlt er sich, wenn das zu viel Gefühl kommt. Umgekehrt ist es genauso. Du bist das Wasser und er ist der Wind. Und dieser Wind ist wunderbar, entstehen Wellen in diesem Ozean. Aber wenn das stürmisch wird, weil das zu viel Luftelement kommt, zu viel Bedürfnis nach Freiraum, dann entstehen hohe Wellen und das symbolisiert deinen Gefühlszustand. Und die Lösung liegt in goldenen Mitte. Aber das von beiden Seiten, du einen Schritt auf ihn zugehen, er auf dich einen Schritt auch auf dich zugehen und die goldenen Schnittpunkt, diese goldenen Mitte befindet sich zwischen Tierkreiszeichen Schütze und Tierkreiszeichen Steinbock. Einer ist die Feuerelement, was dir fehlt. Und der andere ist die Erde-Element, was bei ihm fehlt. Mutig zu sein, etwas in Bewegung setzen, Ideen haben, was könnt ihr gemeinsam unternehmen. All das, was euch beide begeistert, das ist Schütze, das ist Feuerelement.
Und dann kommt die Erde-Element dazu, dass ihr verspürt die Sicherheit, Stabilität, dass ihr bei dieser Bewegung das Gefühl bekommt, ihr bewegt euch auf einen festen Boden und stabilisiert diese Beziehung Schritt für Schritt, wie ein Steinbock. Geduldig und mit Ausdauer. Und so kommt ihr näher und so könnt ihr dafür sorgen, dass diese Partnerschaft, die Stabilität kommt. Und jetzt zu dieser Legung. In welchen Situation befindest du dich im Augenblick? Das zeigt hier dieses Bild. Die Zahl 4, diese römische Zahl, zeigt Struktur, Sicherheit, Stabilität, beschützt zu sein. Dieses Bedürfnis hast du. Und du bist gerade dabei, dein Leben beherrschen. Und so machst jetzt schon deine Schritte. Und du überprüfst auch einiges. Und bestimmst du klar und deutlich die Richtung. Das ist vielleicht ein bisschen streng, aber wäre besser, in die Leichtigkeit zu kommen. Was schwächt dich? Das ist ein schönes Bild, weil hier ist dieser Liebespaar. Und genau das, was du auch suchst, was du auch bekommst, bin ich davon überzeugt. Warum schwächt dir das momentan? Weil ihr seid noch nicht im Ziel angekommen. Und versuche das geduldig, lass Zeit, bis ihr da ankommt. Mach kleine Schritte, kleinere Verbesserungen. Mit diesen kleinen Schritten kommt ihr auch ins Ziel. Achte auf den Steinbock. Das gibt dir die Gleichgewicht, die Richtung. Setz das als Ziel und mach diese Schritte und gib das nicht auf. Bleib konzentriert bei diesem Ziel. Die Ziel ist eine feste Partnerschaft oder eine Ehe. Und geh in diesem Weg. Gib das nicht auf. Und dann versuche das nicht mit dieser Strenge, sondern mehr mit Leichtigkeit, aber mutig, all das in Bewegung setzen. Und dann kommt diese Sicherheit, Stabilität, was du auch wünschst. Was gibt dir Stärke? Deine Stärke liegt daran, wenn dich etwas niederschlagen fühlst, du stehst auf und machst weiter. Du hast diese inneren Kraft. Das ist Skorpion. Die Skorpiongeborenen haben Mars-Energie, Pluto-Energie in sich. Das ist die innere Kraft. Und da kannst du dich richtig behaupten im Leben. Und daran liegt auch deine Stärke. Diese Stärke bedeutet aber auch, dass du für andere da bist, die schwach sind, die Probleme haben. Und dann kannst du eine gute Unterstützung geben. Jetzt schauen wir zwei Männer an. Einmal dein Partner, der zweite Mann ist noch unbekannt. Nur stellen wir das vor, falls du in anderen Richtung dein Schicksal bestimmt, was kommt auf dich zu? Hast du Chancen, noch jemand kennenlernen? Das vergleichen wir jetzt. Dein Partner zeigt dieses Bild. Das ist die momentane Situation. Dieser Kelch gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Das heißt, er hat Gefühle für dich. Und er braucht auch die Gefühle in die Liebe, Partnerschaft. Sein Mars ist im Tierkreiszeichen Fischen und sein Venus ist auch im Tierkreiszeichen Fischen. Er möchte in die Liebe, Partnerschaft sein Traum leben, auch seine Fantasie. Und er ist sehr, sehr gefühlsvoll. Das ist Wasserelement. Und dieses Bild zeigt also erstes Mal die Bedürfnis, die Gefühle leben in die Liebe, Partnerschaft. Und er hat Gefühle für dich. Aber er sitzt in seinem Thron. Er bewegt sich nicht. Und das macht
die Situation zu schwer, weil du kannst das nicht einordnen. Du weißt nicht, woran du bist. Warum sitzt er da? Weil er hat Erwartungen, erwartet, dass du kommst, dass du entgegenkommst. Und genau daran liegt auch seine Schwäche, weil das, was schwächt, es wäre besser, wenn er mal auch etwas in Bewegung setzt. Und diese Unbeweglichkeit schwächt die Beziehung. Was ist die Stärke? Die Stärke besteht daran, dass er diese Bindung genießen kann, dass er entgegenkommt, dass er auch Entscheidungen trifft und er ist bereit, einiges loslassen und mit diesem klare Entscheidungen für dich entschieden und für diese Partnerschaft und diese Begegnung kommt auch, weil er hat die Bedürfnis mit dir zum Treffen, weil er dich liebt. Aber momentan wartet von dir ein Nachricht oder dass du entgegenkommst. Er ist im Augenblick in einer Warteposition. Was erwartet dich, wenn du bei ihm bleibst? Dieses Bild zeigt die Lösung. Die Münzen haben einen Bezug zum Erdeelement und das ist Sicherheit, Stabilität und Struktur. Und du kannst erreichen, mit ihm eine feste Beziehung einzugehen. Aber wie? Wenn du ihm zuhörst und er kann sich öffnen und kann über seine Probleme reden, er braucht Heilung. Und wenn du geduldig mit ihm bist und verstehst seinen Problemen und er öffnet sich und du hörst auch zu, das führt dazu, dass die Partnerschaft sich stabilisiert. Jetzt stellen wir vor, du hast keine Geduld und du willst nicht immer auf ihn warten, du akzeptierst nicht seine Rückzüge, sondern bist offen einer anderen Beziehung. Was erwartet dich dann? Dieser Mann befindet sich momentan in dieser Situation. Er ist offen zu einer Partnerschaft. Das kann sogar sein, dass er dich schon gesehen hat und zeigt diese Offenheit. Aber er fühlt sich beobachtet. Kann auch bedeuten, dass er sieht dich hier mit deinem Partner oder meint, du bist in einer festen Partnerschaft und er ist hier im Hintergrund, öffnet diese Tür und beobachtet dich. Also ich würde sagen, in deiner Umgebung ist jemand da, der dich beobachtet und Interesse hat, dich kennenzulernen. Und die Kelchen zeigen Gefühle, hat auch Gefühle für dich. Was schwächt dieser Mann? Die Intrigen und Lügen im Hintergrund. Bedeutet aber nicht, dass er lügt, sondern er war immer Opfer. Es waren in seinem Leben viele Intrigen. Aber er hat das durchgeschaut. Was ist das Positive an dieser Begegnung? Das ist die Anziehungskraft. Und das ist wirklich, ich könnte sagen, dieses Bild hier zeigt dich. Das ist Venus Aszendent, eine schöne, gepflegte Frau. Und Skorpion, Sonne, Skorpion, Mond, diese mystische und erotische hast du aber auch in dir. Genau das ist die Mischung und das ist deine Ausstrahlung. Und die Männer sehen dich so. Falls du für diesen Mann entscheidest, was erwartet dich dann? Ihm ist das bewusst, was er in Hand hat und schenkt dir die Wertschätzung. Aber er ist oft unbeweglich und überlegt, soll ich nicht? Er ist genauso in Warteposition, wie er jetzt momentan ist. Er kann vielleicht dir mehr Wertschätzung geben oder mehr Stabilität, aber er neigt dazu,
stehen bleiben und das ist auch ein bisschen zäh, wenn das wirklich vorangehen soll. Und welche Richtung sollst du gehen? Diese Kutsche bedeutet eine Reise. Natürlich kann das auch Urlaub sein oder Ausland, aber bedeutet diese Kutsche auch große Veränderungen. Also diese Veränderung wird kommen in dein Leben. Aber du bestimmst die Richtung, er oder er. Also wenn du mich fragst, mir ist dein jetziger Partner etwas sympathischer und er braucht deine Unterstützung. Also setzt du etwas in Bewegung und bestimme die Richtung und sorg dafür und setzt es als Ziel, dass du eine feste Partnerschaft oder sogar eine Ehe eingehen wirst und das aber mit Leichtigkeit. Liebe Bianicia, das war diese Legung. Ist er der Richtige? Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.